Kannst es ja selber synchronisieren, wäre vielleicht auch ganz witzig. Oh ja, unbedingt. Das würde mich aber, glaube ich, sehr irritieren, weil ich höre die Stimmen noch. Moment, ich werde noch mal gucken. Ihr war irgendwo noch mal der eigentliche Stallmeister, mit dem ich noch reden wollte. Da können wir ja dann auch jetzt hören, ob der Sound wieder normal ist, wenn ich ihn denn finde. Er hat sich hier irgendwo versteckt. Eigentlich war der oft hier. Bist du das gewesen? Oder bist du wieder Willibald? Nein, Stallmeister. Haha. Reden. So, dann gucken wir mal, ob er Zu jetzt was deinen sagt. Diensten, Herr Ritter. Herr Ritter, ja. Und? Ist Krapfen aufgetaucht? Darauf antwortet er gar nicht mehr. Okay. Lass uns handeln. So, und jetzt möchte ich nämlich von dir eine neue Schabracke haben. So, was haben wir denn hier? Schlachtrosshufeisen. Solide geschmiedete Hufeisen für die Schlachtrösser von Kriegern in voller Rüstung, um im schnellsten Galopp reiten zu können. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das können wir gleich mal nehmen. Und ich möchte eine Schabracke, die mir passt. Schlecht einzuschätzen, was er sagt, ist kürzer als die Lippenanimation. Könnte passen, mal abwarten. Okay. So, und jetzt nehmen wir erstmal ein paar Schabracken mit. Dann gucke ich gleich einfach mal, welche am besten passt. So. Ich glaube, unser Sattel ist relativ gut, aber wir bräuchten einen neuen. Wie viel hätte er denn hier? Gewicht 30. Ich hatte, glaube ich, eigentlich einen feinen Sattel mit vier Taschen, aber der ist kaputt und irgendwie kann den keiner reparieren. Ich glaube, das hatten wir hier auch mal festgestellt. Daher muss ich wahrscheinlich damit dann vorlieb nehmen. So. Sind ja nur 3,2000. Kann man bestimmt feilschen. Sprechen wir den Preis. Ist gut. Okay. Ich möchte natürlich weniger haben. Sagen wir 2700? Sind wir uns einig? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Okay, sagen wir 2800. Endlich eine vernünftige Summe. Sehr schön. So, ich rede nochmal mit ihm. Vielleicht hat er nochmal was Längeres. Nee, hat er nicht. Nicht wirklich. Okay. Dann gehe ich aber mal ganz kurz in das Pferd hinein. Das klingt irgendwie falsch. Ich gehe mal in das Inventar des Pferdes hinein. Und schau jetzt mal, wo wir vielleicht unter Rüstung. Aha. So. Da möchte ich auf jeden Fall die Hufeisen haben. So, jetzt sind die Sachen da. Jetzt kann ich die Sachen doch. Ja. Ritterliches Zaumzeug. Bessere Kontrolle. So, jetzt gucken wir mal hier. Was passt denn am besten zu unserem Charakter? Erstmal hier, Schlachtross. Ah, wir hatten einen feinen Sattel mit drei Taschen. Okay. Dann hoffe ich mal, dass ein. Na, wo haben wir ihn denn? Ach, den haben wir wahrscheinlich nicht rübergepackt, ne? Ja, hier der Jagdsattel. Hoffe ich doch mal, dass der mindestens genauso viel bringt. Na, leider nicht. 373. Dann geben wir die Sachen wieder zurück.
So, und zwar, ich möchte die beiden wieder reinpacken. Und du gibst mir dafür einen vernünftigen. Und zwar einen mit drei Taschen. So. Passt schon. Ja, spuck dir erstmal schön in die Hände. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Dein Pferd kann nicht mehr tragen. Ach komm. Das bisschen. Dann nehmen wir ihm halt die Sachen wieder weg. Geben ihm stattdessen, dein Pferd kann nicht mehr tragen. Ah, okay, von mir aus. Dann packen wir die Sachen rüber. Bis er den Sattel hat. Zack. Jetzt kann er die Sachen wieder tragen. So, okay. Dann schauen wir jetzt mal. Ich weiß irgendwie nicht, was so am besten passt. Das finde ich irgendwie ganz okay. Eigentlich können wir auch mit dem bleiben. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen mehr Auswahl haben. Weil das finde ich irgendwie auch schon wieder ganz gut. Oder das? Ja. Man merkt schon, ich bin eigentlich so ein Kosmetikspieler, ne? Ich nehme die Sachen, die am besten aussehen. So, okay, dann. Ach, das sind diese Divish-Sachen, oder? Nicht die Divish, die Leiper-Orden, oder? Da unten? Könnte gut sein. Ach, egal. Komm, wir nehmen jetzt nochmal das und packen den Rest einfach später in das. Wieder in die Kiste. Wir haben ja gerade noch eine Kiste. Und wir haben doch bestimmt hier nochmal. Komm mal her. So. Kann ich hier mit irgendwem sprechen? Aber ihr hört jetzt. Aua. Natürlich. Da guckt man in dem Moment auf den Chat und reitet genau gegen den Pfosten. Gebt's zu, ihr habt alle nur darauf gewartet. Aber ihr hört schon was jetzt, ne? So, okay. Dann schauen wir mal. Ich gehe noch mal zum Wirt, pack die Sachen, wie gesagt, in die Truhe. Und danach können wir das Dorf auch wieder verlassen. Nur wäre jetzt blöd, die Sachen alle noch mitzutragen. Weil die Sachen würden wir ja eh nur mitschleppen. Ja, was die Pferde angeht, ja, da gibt es einige. Einige Pferde aus Büchern und Filmen und so weiter, die man sich hier holen kann. Plötze, wie gesagt, hier hat er Tittler. Es gab auch noch, ja, aus dem Weg, Pegasus gab es definitiv auch noch. Also ich glaube, die haben den Großteil von denen sind tatsächlich Anspielungen auf andere Geschichten. Sound ist diesmal ein Tick zu früh, wie mir scheint. Davor waren es 2 bis 3 Sekunden zu spät. Okay. Zu früh. Interessant. Oder ich sehe einfach voraus, was passieren wird. Und es liegt alles nur an meiner überragenden Gabe. Der ganze Scheiß kommt erstmal wieder rein. Und wir hatten hier, genau. Nein?
Die waren wahrscheinlich jetzt mal wieder im Pferd, oder? Natürlich, sie waren im Pferd. Wir nehmen die ganzen Sachen hier wieder raus. So. Und packen sie ins Pferd. In die Truhe. Natürlich in die Truhe. Verschieben, verschieben. Und hier unten. Verschieben. Alles gut. Zack. Zack. Okay. Rosinante. Ach ja, Don Quixote. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auf. Siehst du, Rosinante hatte ich nicht mehr auf dem Kopf dafür. Auf dem Kopf, ja. Im Kopf. Boah. Man merkt, es ist sehr spät. Hatte ich nicht mehr auf dem Kopf. Ach, Snorri. Genau, du hast keinen Monitor, du hast eine Kristallkugel. Full HD. Richtig. Äpfel hätte ich auch, aber eher Pferdeäpfel hier. So. Also, wir müssten jetzt runter. Hier. Also eigentlich genau da lang, wo wir gerade waren. Und können dann auf dem Weg nochmal ein klein wenig Baldrian holen. Ich stelle mir das gerade vor, wo du gerade sagtest, hier könntest du selber synchronisieren und so weiter. Da müsste ich aber wahrscheinlich dann auch so allein schon aus reiner Faulheit würde ich den Leuten, die das gleiche Gesicht haben, auch immer die gleiche Stimme geben. Da haben wir nochmal. Upp, Baldrian, die brauchen wir alle. Ja, damit. Alles meins. Wir müssen schließlich einige Tränke brauen. Jetzt müssen wir nur noch Minze finden. Dafür hatte ich Hippona nicht auf dem Schirm. Als ich noch Zelda spielte, hatte Link noch kein Pferd. Siehst du, ich habe Hippona eigentlich nie durch Zelda gekannt. Also ich habe, es liegt halt daran, dass, weil ich Zelda einfach nie gespielt habe. Ja, ich weiß, großer Pile of Shame, aber habe ich nie gemacht. Aber Hippona gibt es ja auch in der griechischen Mythologie. Danach ist, glaube ich, auch eine Wassermarke benannt, ne? Ich glaube, es gibt eine Wassermarke, die auch Hippona heißt. Bezieht sich eben auf dieses griechische Pferd. Oder vielleicht auf Zelda, wer weiß. So, da haben wir noch ein bisschen Baldrian. Die nehme ich nochmal mit. Wir müssen schließlich später einige Tränke brauen für die Männer. Wenn wir die Minze finden. Vielleicht finden wir die in Rattan. So. Wie war der Weg genau? Geradeaus, ne? Ja, geradeaus. Das kriegen wir hin. Geradeaus können wir laufen. Das müsste der Weg sein. Oder? Ja, vermutlich schon. Es geht in die Richtung von F. Das passt. Im Notfall geht es dann wieder durch die Walachei. Ja, und wir müssen unbedingt jetzt mal gucken, dass wir noch zu so einem Zuberhaus kommen. Ich will mal sehen, was sie für Frisuren und Bärte eingepackt haben. Oh, wir sind schon leicht übermüdet und angeschlagen. Das ist natürlich die beste Voraussetzung, um sich auf den Weg zu machen. Ich weiß noch nicht, wie lange wir Zeit haben. Es ist schließlich eine Belagerung. Für mich ist das irgendwie zeitintensiv. Aber ich habe das oft so bei Spielen, dass ich mich immer so ein bisschen gehetzt fühle von der Hauptstory.
weil dort normalerweise ja immer irgendetwas Wichtiges passiert. Dann hetze ich mich quasi immer selber so ein bisschen, dass ich das ja auch rechtzeitig hinkriege. Auch wenn es vielleicht gar nicht zeitintensiv ist. So, aber da unten sollten die Köhler sein. Was steht da? Speicherfeuer ab. Ich habe es vorher noch nicht getestet, aber relativ viele haben da Bugs, wodurch man nicht mehr aus dem Bild rauskommt. Oh, okay. Guter Tipp, werde ich tun. Die hatten ja jetzt die letzten Tage auch nochmal einen großen Bugfix rausgehauen, weil sie eben so viele Probleme mit diesem 1.41-Patch hatten. Wie gesagt, ich hatte das Problem, dass das Spiel einfach nicht aufgehört hat, runterzuladen. Ich musste das gesamte Spiel neu installieren. Bin zumindest froh, dass die, dass mein Savegame noch da ist. Das hat mich echt geärgert. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ach, das bisschen. Ich bin auf der Suche nach Pech für Thalmberg. Jetzt schon? Was ist mit dem, das wir bereitgestellt haben? Keine Ahnung, und das spielt auch keine Rolle. Habt ihr welches oder nicht? Ja, es gab einen Käufer, aber der hat sich schon eine Weile nicht mehr blicken lassen. Wozu brauchst du es? Eine Bande Briganten nahm Thalmberg ein und wir belagern es nun. Wir könnten das Pech gut gebrauchen. Oh, das ist nicht bis hierher durchgedrungen. Na schön, nimm es. Du hast uns damals mit diesem Rotschopf geholfen. Und immerhin ist es für unseren Lehnsherrn Bivisch, nicht? Wenn du es selbst schleppen willst, nur zu. Ich kann aber auch jemanden holen, der es dir bringt. Hab Dank. Gott segne dich. Yay, das ist gut. Soll einfach jemand abholen. Das haben wir also schon mal geschafft. So, dann geht es gleich weiter nach H, wo dieses Wirtshaus ist. Vielleicht kriegen wir da nochmal ein klein wenig... Alkohol her. Weil ich glaube, bei unseren Soldaten wird ein klein wenig nicht ausreichen. Links. Ja. Was? Echt? Gab es nach 1.4 noch Patches? Unbedingt mal schauen. Hab ein paar unangenehme Bugs gehabt. Ja, es gab definitiv noch einen neuen Patch. Also wie gesagt, das hat bei mir 2 Tage quasi nur runtergeladen. Und es gab jetzt noch mal diesen Fix für den letzten Patch. Ich glaube, der war noch mal irgendwie 9 GB oder so groß. Da scheinen sie also einiges noch mal berichtigen zu müssen. Ich glaube, generell sind die sehr großzügig, was ihre Speicherplätze angeht. So, da haben wir jetzt auch schon das sogenannte das Wirtshaus. Ach, das war die Frau, die wollte, dass ich stehle. Das werde ich natürlich nicht tun. So, jetzt warte ich darauf, dass hier das mal nachlädt. Danke sehr. So, wo haben wir denn den zum Dorfbewohner? Das passt schon. Wo haben wir denn den Wirt? Hallo Andreas. Ach, du wolltest... Ich glaube, du warst derjenige, der wollte, dass ich entweder Fleisch oder Felle hole. Irgendwo hier muss doch ein Wirt sein, oder? Der steht doch normalerweise immer irgendwo rum. Ach, guck mal an, der Fritz. Was ist denn mit dir los? Wie läuft's? Gutes Geld, was? Was? Welches Geld? Oh, pass auf, rede zuerst mit Matthäus. Na gut. Okay. Ich möchte mich im Faustkampf verbessern. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Was machen die beiden denn hier wieder? Mal gucken, was er macht. Ich denke darüber nach. Mal schauen, was die wieder vorhaben. Die werden wahrscheinlich jetzt irgendwie noch die Pferde klauen oder so. Kenn ich doch.
So. Die sind wahrscheinlich sowieso wieder mit hohem Bogen von der Mühle geflogen. Das kenne ich doch. Andreas ist der Wirt. Ah, okay, danke. Ich dachte, das war derjenige, der wollte, dass ich zu deinen Diensten, Wildschweinfleisch oder sowas hole. Andreas, in Thalmberg ist das Bier aus und die Waffenknechte fangen an zu murren. Könntest du welches hinschicken? Könnte ich. Nur springt dabei nichts für mich raus. Sie könnten herkommen und Ärger machen. Das Lager ist nicht weit weg von hier. Stell dir nur vor, was passiert, wenn sie auf der Suche nach Bier hier aufkreuzen. Könnte einen ganz schönen Radau geben. Wäre es da nicht besser, wenn sie ihre Saufgelage woanders abhalten würden? Wenn sie zum Bier trinken kämen, würde ich ihnen welches verkaufen. Warum sollte es Radau geben? Aber was, wenn ihnen jemand auftischt, dass du Toss unterstützt und ihn nur Plörre andrehst? Ich wusste, du bist ein Bastard. Aber dass du so weit gehen würdest. Ich setze gerne meinen Willen durch. Ich schicke dir die Fässer, aber sei dir sicher, früher oder später eilt jeden das Schicksal, das er verdient. Eines Tages begegnest du einem, der nicht so ein dünnes Hemd ist. Mag sein. Aber nun sieh zu, dass du dein bestes Bier schickst. Wir wollen doch nicht, dass sich jemand schlecht fühlt und sich dann an dir rächen möchte, nicht wahr? Wie böse. Okay. Ich hätte ihm das ja eigentlich einfach abgekauft. Aber so geht's natürlich auch. Dann gucken wir mal, wo Matthäus ist. Vielleicht ist er drin. Ha, hier ist er doch. Hier ist dein Anteil. Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da? Naja, diese Sache mit Thomas. Irgendwie fiel uns ein Ring in die Hände. Ja, klar. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war es kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Wer ist Andreas? Mit dem habe ich ja gerade gesprochen. Und wie ist es mit ihm gelaufen? Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst... Sag schon, was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt? Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. So artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Wir mussten in der Mühle mal lochen. Und habt der Müllers Tochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und den Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, glaubt mir das auch nicht in Schlaf. Diese Schweine hätten Schlimmeres verdient. Aber dafür ist Herr Hanusch da. Das können wir schon ausrichten. Wach auf, um Himmels Willen! Es herrscht Krieg! Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt. Juckt dich das überhaupt nicht? Und wie mich das juckt. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Scarlet. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. Stimmt, der eine, ich dachte gerade, stimmt. Wir waren ja eigentlich zu viert, aber der andere, der müsste noch im Kloster gewesen sein. Das war, glaube ich, einer von den Verwundeten dort. Diese Bastarde in Stücke, einen nach dem anderen. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich es allein tun muss, ich werde mich rächen.
bist nicht allein. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich wusste es. Wir haben eigentlich noch gar keinen großen Plan besprochen, aber ja, okay. Was sollen wir denn machen? Ich will einen größeren Anteil. Wie sieht der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. In Ordnung, mache ich. So, so. Was kannst du nochmal? Heimlichkeit. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ihr wisst doch. Gucken, ob das schon geht. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, kenne ich sogar. Sehr schön. So, und jetzt pass gut auf. Sehr schön. Ein weiterer Punkt kann ja nicht schaden. So, ich würde aber sagen, wir gehen noch mal schnell zu Andreas und lassen hier mal ein paar Münzen da, um hier zu schlafen. Leute ausrauben! Schlafplatz. Kann ich hier schlafen? Natürlich. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Hier, bitte. Ist doch alles noch Kleingeld. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Ach, der Dömser. Nabend. Beziehungsweise guten Morgen. Mensch. Sind ja doch um einiges mehr Leute wach gerade, als ich dachte. Na, wieder fleißig Dota gezockt. Was hältst du davon, dass Thalmberg angegriffen wurde? Was soll ich davon halten? Solange das anständige Volk in Frieden leben und ich mich rausreden kann, Steuern zu zahlen, ist mir egal, wer mein Lehnsherr ist. Tja, der neue Herr erinnert sich aber sehr gut daran, wer es verabsäumte, ihn auszuzahlen. Und die Armen wandern deshalb vermutlich direkt zum Galgenberg. Das sind schlechte Nachrichten, vor allem für uns Arme. Hoffentlich jagt ihr ihn so schnell davon, dass er sich anscheißt. Oder ihr knüpft ihn am höchsten Baum Thalmbergs auf. Dabei würde er sich vermutlich auch anscheißen. Und so soll es sein. Ein bisschen Scheiße und alles wächst und gedeiht. Na dann. So, Ich würde aber jetzt erstmal hier ein wenig schlafen, damit er wieder ein bisschen Energie hat. Und danach sprechen wir uns mit Fritz ab. Bevor da jetzt wieder irgendwas passiert. Ist das meiner? Ich hoffe mal. Ja, das ist meine. Okay, dann kann ich hier locker pennen und gucke mal, ob ich hier noch ein paar Sachen reinpacken kann. Wir könnten den Falkenschnabel zum Beispiel mal reinpacken. Kann ich natürlich nicht, es ist eine Zweihandwaffe. Und die will er nicht. Warum auch immer, das geht nie. Mohnblumen, Retterschnaps, Salbei. Die Schale habe ich immer noch nicht zurückgebracht. Egal. Irgendwann werde ich wieder zurückkommen. Ja, schon ein bisschen länger her. Gerade wieder frisch auf Twitch. Siehe da, der Snorri. Ich würde Blade Mail bauen. Guck dir das an. Das ist doch Blade Mail genug, oder? Ich finde, was das angeht, er hat genug Rüstung. Er bräuchte ein klein wenig mehr Agilität vielleicht. So, okay, kurz speichern hier. Danach gucken wir, was Fritz uns wieder auftischen möchte. Da könnte es ungefähr passen. Was? Mit welchen Tasten dreht man Heinrich eigentlich im Inventar? Ich mache das Ganze über den Controller, daher ist es bei mir einfach nur der rechte Joystick. Ich nehme an, du kannst den mit gedrückter Maustaste drehen, oder? Ich kann es gleich mal ausprobieren. Moment.
sobald ich wieder die Möglichkeit dazu habe. Ja, Dömser, wir haben ja beide immer so ganz merkwürdige Schlafrhythmen. Daher sind wir das ja eigentlich auch gewohnt, oder? Ich habe es bei mir zumindest gemerkt, dass es immer mehr ein Nachtschwärmer-Stream wird bei mir. So, dann testen wir doch mal ganz kurz, wie das mit dem Inventar hier ist. Moment. So, Inventar. Nein. Okay. Nee. Es ist schon mal nicht das Mausrad. Vielleicht damit? Nein. Nee. Okay. Dann geht es anscheinend, zumindest wie ich es gerade sehe, nur mit dem Joystick, dass man ihn drehen kann. So, mal gucken, ob Fritz noch da steht oder ob wir noch ein bisschen warten müssen. Er steht noch da. Sehr schön. Schönen Tag. Dir auch. Ich hörte, ihr habt vor, die hiesigen Schurken abzuziehen. Das wäre was, oder? Sonst haben wir bald nicht mal mehr einen Pisspot. Und der Wirt hier könnte dabei behilflich sein. Ganz genau. Und wo liegt das Problem? Er meint, wir wären dem nicht gewachsen. Versuch du, ihn zu überreden. Das hast du schon immer gut gekonnt. Oh, und sag ihm, ich hab dich geschickt. Sonst jagt er dich zum Teufel. Okay. Weißt du, wie ich Andreas überzeugen könnte? Mit einem Faustkampf. Das war's? Ja, unser Freund der Wirt kann den Hals nicht voll genug kriegen. Na dann. Die scheinen aber noch... Na, sie müssten eigentlich schon wach sein, oder? Ach, da ist er doch schon, Andreas. Zu deinen Diensten. Halt, stopp! Falscher Andreas. Wo ist mein... Die Leute ausrauben. Fritz schickt mich. Ich würde gerne... Ah, dem Herrn verlangt es nach Wein aus dem Keller. Ich hab ihn gleich da hinten. Nein, ich wollte jemanden... Ja, aber sicher ist der süffig. Hab ihn gleich da hinten. Rede ich mit einer Wand? Du müsstest uns jedes Mal sagen, wenn... Spitz die Ohren, du Dummdödel. Ich will hier nicht palavern. Komm mit nach hinten, um Herrgotts Willen. Hier ist alles leer. Sicher. Ich komme. Keine schlechte Idee. Okay, einer ist da. Gut. Den habe ich übersehen. Passiert. Dann komme ich halt mit. Ich dachte schon, er wollte nur vom Thema abschweifen. Okay. Dann machen wir die mal wieder zu. Und damit einen guten Morgen, Olsin oder Olzin, wie genau spricht man das aus? Auf jeden Fall schön, dass du da bist. So, dann reden wir mal hier. Fritz schickt mich. Hör mal, ich kann Fritz gut leiden, kannte seine Mutti. Aber Matthäus spinnt. Leute ausrauben. Nur die, die es verdienen. Und du glaubst, das stört unseren werten Lehnsherrn nicht? Ist dir klar, in was für eine Scheiße ihr geraten könnt? Das ist eine Nummer zu groß für euch. Warum glaubst du nicht an uns? Wie man es liest, also Olsen dann wahrscheinlich, oder? Okay, es herrscht Krieg. Ne, es gibt viel zu holen. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen. Schon eher. Sehe ich so aus, als würde ich mich erwischen lassen? Du hast Eier, Bursche. Also schön. Aber ihr werdet eine Verkleidung brauchen. Welche Verkleidung?
Denkt nach. Ihr könnt nie sicher sein, dass keiner euch sieht. Das ist wahr. Wir müssen uns anders kleiden, oder? Seht euch an wie Kumanen. Was? Ist doch logisch. Jeder weiß, dass die plündern. Wenn einer von Kumanen ausgeraubt wird, fragt keiner nach, wer es war. Stimmt. Aber dafür brauchen wir Kumanenrüstungen. Die von dem Anführer. 3 Stück. Was? Wegen der Helme. Dank ihnen wird euch dann keiner erkennen. Und wo zum Geier sollen wir die herbekommen? Bei Scarlets treiben sich Kumanenbanden rum. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, wo man sie findet. Sollen wir etwa ein Kumanenlager überfallen? Vor einer Sekunde warst du noch mordswichtig und mir nichts, dir nichts, verlierst du die Nerven. Aber ein ganzes verdammtes Lager? Nein, Späher oder Deserteure. Am besten die, die sich abseilen oder leichte Beute machen wollen. Selbst Kumanen müssen mal schlafen. Ich möchte besser mit der Axt umgehen. Willst du mich verarschen? Ich soll dich unterrichten nach allem, was du getan hast? Was soll ich denn bitte getan haben? Andreas, wir sind doch Freunde. Oder so. Irgendwie haben die was gegen mich. Das sagen sie so oft, obwohl ich dir nichts getan habe. Aber okay. Tumtitum, dann schauen wir mal hier. Bis. Weil ich endlich weiter bin, hat endlich geklappt. Oh, Probleme mit dem Spiel gehabt. Ach so, es liegt jetzt nur an dem... Okay, ja, das kann natürlich sein, dass er wegen dem Bier noch ein klein wenig... Er hat mich sogar hier in einem geschlossenen Raum. Der hat hier abgeschlossen. Wenn ich keine Dietriche hätte, käme ich jetzt nicht mehr raus. Der Arsch. Dann wäre ich hier für immer gefangen gewesen. Geht ja gar nicht. So ein böser Hold. Ein Finsterling. Gar. So, haben wir Matthäus. Ach nee, zu Matthäus müssen wir gar nicht. Wir müssten die Kumanen-Geschichten holen. Ich glaube, wir haben sogar teilweise Kumanen-Rüstungen einfach in der Truhe. Ich meine, ich hätte mal welche mitgenommen, weil ich die nicht mehr tragen konnte. Dann hatte ich die alle in die Truhe gepackt, um sie später irgendwo zu verkaufen. Daher hätten wir da tatsächlich vielleicht ein wenig Glück. Ich weiß aber nicht, ob ich Sachen von einem Anführer dabei hätte. Mich kann auch keiner in U-Schütze leiden. Ja, da tut man so viel für die und dann können die trotzdem einen nicht leiden. Das ist doch böse. So, wo haben wir denn hier? Okay. Das mit dem Wein haben wir da ja, glaube ich, geklärt. Das heißt, das können wir lassen. Das heißt, das nächste wäre, sprich mit Herrn Divish. Und dann wären wir schon wieder bei E. Sagt dem Quartiermeister, dass jemand das Pech abholen soll. Okay. Wie weit sind wir hier weg? Wir müssten eigentlich Hahnenschreitränke noch brauen. Dafür müssten wir nach Ratai wahrscheinlich. Oder wir müssen darauf hoffen, dass wir Glück haben und bei der Kräuterfrau genug Sachen finden. Na, schauen wir mal, das wird schon. Das kriegen wir schon hin. So. Aber erstmal gucken, in welche Richtung. Ach, schau mal an. Okay, wir müssten eh da durchreiten und kämen dann durch dieses Kumanenlager. Das passt doch perfekt. Dann machen wir einen großen Abwasch hier. Das finde ich sehr schön. So, Moment. Ich sollte Leute befragen und habe statt E zu drücken die Maustaste bestätigt. Naja, blaues Auge.
Ich stand auch schon vor dem Händler und habe eh lang statt kurz gedrückt. Shit. Ja, das ist so schlimm. Das Schlimmste bei mir war aber auch eher wegen einem Bug. Da war es so, dass ich Peschek ansprechen musste. Und der hat mich die ganze Zeit dazu bringen wollen, seinen Dolch zu klauen. Und jedes Mal, wenn ich diesen verdammten... Oh, Feinde? Ah, Moment. Bisschen Kampf ist immer gut. So, der hat jedenfalls die ganze Zeit von mir gewollt, dass ich den Dolch klaue. Hat es aber dann nie geschafft. Und als ich dann den Dolch hatte, dann ist er losgerannt, hat die Wachen geholt. Hat die Wachen gerufen, weil ich ja schließlich der Dieb wäre. Ja, und dann musste ich ihm erstmal, ich glaube, irgendwie so 200 oder so musste ich mir nochmal zahlen, damit er nicht mehr sauer auf mich ist. Seitdem habe ich was gegen Peschek. Und der hat mich danach immer wieder versucht zu überreden, ihm wieder den Dolch zu klauen. Aber ich glaube, mittlerweile nicht mehr, weil der Patch das behoben hat. Na komm. Zack, immer schön ins Gesicht. Geht doch. Ein Händlerschwert? Nee, ein Bürgerschwert. Auch sehr schön. Na? Na gut. Autsch! Okay. Ja, du hättest auch mit dem Schwert stechen können. Aber du kannst ihn natürlich auch tot treten. Das ist vernünftig. So gehört sich das für einen Ritter. Wollen wir den anderen denn verhauen? Der muss doch hier irgendwo rumliegen. Ich vergeude ungerne Ressourcen. Und damit meine ich vor allem Leute, die ich nicht gelootet habe. Der muss doch hier irgendwo sein. Ach da! Der hat sich aber gut da versteckt. Plündern! Sehr schön. Jetzt haben wir wieder zu viele Sachen. Alles wieder rüberpicken. Ach, den Dolch hätten wir eigentlich lassen können. Ach, diesen Falkenschnabel lassen wir jetzt mal liegen. Ich glaube, der ist derzeit einfach nur eine Belastung. Naja, ich wusste bis vor kurzem ja nicht mal, dass ich ihn habe. Den Leinengugel nochmal rüber. So. Aber eigentlich finde ich jetzt gerade ein klein wenig ironisch, dass die mich jetzt angegriffen haben, weil sie mich wahrscheinlich wieder für einen Kumanen gehalten haben. In ihrer Trunksucht. Während wir jetzt eigentlich zu einem Lager gehen, um uns Kumanen Rüstungen zu holen, damit wir für Kumanen gehalten werden. Eigentlich bräuchten wir sie damit nicht. Den hätte ich auch nicht gesehen, wenn ich den Monitor ausgeschaltet hätte. Ach. Er war in dem Geäst relativ gut getarnt. Beim ganz groben Drüberschauen habe ich ihn jetzt nicht entdeckt. So. Ich habe gehört, dass man Diebesgut eine Nacht oder Tag in seiner Truhe aufbewahren muss. Dann wird es nicht mehr als geklaut angesehen. Stimmt das? Es kommt, glaube ich, darauf an, wie begehrt diese Ware ist oder wie auffällig diese Ware ist. Du solltest sie auf jeden Fall ein paar Tage lang einfach in die Truhe packen oder in ein Pferd oder so. Mit der Zeit ist dann dieses gestohlene Icon weg. Also diese rote Hand. Was? Nicht ganz. Wenn es nicht geändert wurde, hängt es vom Wert des Gegenstandes ab, wie lange es da liegen muss. Genau, richtig. Also je nachdem, wie begehrt das ist. Also wenn du wirklich so ein, was weiß ich, dieses Zweihandschwert hast, dieses Schwert des Heiligen Georg oder so, da musst du schon mal ein paar Tage mehr drauf warten, als wenn du eine Karotte, stehlen würdest. Ja, oder du gehst halt hinterher einfach zu den Müllern und verkaufst das da. Die scheren sich ja nicht so groß drum. So, hier irgendwo müssten wir jetzt
ein paar Kumanen. Da haben wir doch ein Lager, oder? Wollt ihr mit mir kämpfen? Nicht cool. Du stirbst schon mal. Bisschen viele hier. Zack, dich kriegen wir. Nächster bitte. Du da. Zack. Erstmal einen nacheinander. Oh, da hat er sich ganz schnell eine Fackel geholt. Hat ihm aber nicht gereicht. Die Erleuchtung hatte er nicht durch diese Fackel. Ah, dieser Bogenschütze im Hintergrund, der nervt mich gerade so ein bisschen. Ich kann mich jetzt immer entscheiden, entweder ich lasse sie mich umrunden und bin dafür sicher vor dem Bogenschützen, oder ich hoffe, dass der Bogenschütze nicht trifft und versuche dann einen sicheren Zweikampf zu haben. Finde ich beides nicht gut. Na? Zack, Treffer. Ah, schade, der hätte treffen können. Na, jetzt ist er wieder rechts neben mir. Geht er weg? So ist gut. Ah, da ist ja wieder ein... Lass das! Aua, okay, da hat er mich tatsächlich besser getroffen als ich ihn. Ah, schade. Aber ich kann ja auch so treffen. Ah, ich möchte... Ach, hörst du mal auf hier. Ich kämpfe immer schon um diesen... den Kerl hier, der sich ergeben hat. Aber ich suche gerade eigentlich so ein bisschen eher im Hintergrund den Bogenschützen. Von dem habe ich schon gerade eine Weile keine Pfeile mehr abgekriegt. Ach komm, einer von euch könnte doch jetzt so langsam mal aufgeben. Oder sterben. Aufgabe durch Tod. Komm. Aua. Das ist natürlich das Problem, wenn beide relativ gute Rüstung haben. Dann kann so ein Kampf mal ein klein wenig dauern. Ja. Kommt der wieder? Ach, komm, Kerl. Ah, da wollte ich nicht hin. Definitiv nicht der richtige Moment für sowas. Oh. Na, komm, kann ich kontern oder so? Komm, hau drauf. Ah, war kein Konter. Aber das war ein Treffer. Das auch. Oh, jetzt kontert er. Aber es klappt. So, komm jetzt. Jetzt aber richtig hier. Pina? Das klingt irgendwie nicht wie ein Schimpfwort, Pina. Pina klingt irgendwie... Klingt irgendwie eher niedlich. Oh, das war schon mal ein Kumanen-Anführer. Zack, nehmen wir... ich wollte den Säbel haben. Her damit. So. Ach, guck mal an! Kerl? Nicht cool.
nicht cool. Ah, den treffe ich sicher nicht. Ah, oh, Mist. Da kommt er einfach wieder. Okay, ich muss noch ein paar Sachen wegpacken. Moment. Habe ich da echt 6 Stück? Ja, klar. Warum habe ich so viele Fackeln? Na, die habe ich wahrscheinlich gerade beim alles Looten habe ich die wahrscheinlich immer mitgenommen. Das ist nicht gut. Da ist schon wieder der Nächste. So, jetzt kann ich... Komm her! Ja, komm, den hauen wir kaputt. Sehr schön. So, jetzt kann ich vielleicht gleich mal kurz lesen. Nicht ganz fancy. Cool, dann bin ich ja mega reich. Also ich muss sagen, du wirst eigentlich relativ schnell, ich sag mal, reich in diesem Spiel, ne? Also ich bin normalerweise auch mal so mit 20.000 mindestens unterwegs. Was halt vor allem daran liegt, dass du hier mit den Plünderungen jede Menge Geld machen kannst. Sobald du so ein bisschen gelernt hast, gegen mehrere kämpfen zu können, hast du eigentlich so schnell Geld in der Tasche. So, jetzt packen wir die Sachen alle mal rüber. Dann haben wir wieder die Masken. 2 Stück habe ich eigentlich hier. Aber er sagt mir 1 von 3, weil die eine muss ich wohl noch abgeben. Dass ich sie jetzt nutzen könnte, bedenkt leider die Quest nicht. So, Moment. Einiges ist aber auch buggy. Ich habe ein Bier in der Tasche, das ist schon seit Wochen als geklaut markiert. Okay. Vielleicht ist es ein bestimmtes Bier. Da steht dann drauf, dieses Bier gehört... Punkt, Punkt, Punkt. Ah, da rennt er wieder. Die feige Sau. Dich muss ich haben. Du hast eine Maske. Gib mir wenigstens deine Maske. Und wir müssen jetzt schnell den ganzen Scheiß hier wieder wegpacken, damit wir dem hinterherrennen können. Ach ja, ich hasse es, den Leuten hinterher zu rennen. Dafür bin ich einfach nicht gemacht mit meiner Rüstung. Wir ertragen natürlich viel zu viel. Apropos, komm her. Wo ist der Kerl? Doch gerade noch rumgeschrien. Ich sehe ihn nicht. Da hinten. Okay, jetzt sehe ich ihn. Komm her. Komm her. Ich habe mit dem Pferd eigentlich noch nie wirklich gekämpft. Das ist ein bisschen umständlich. Komm her. Aber ich glaube, normal komme ich ihm nicht hinterher. So ein Feigling. Komm, ich gebe dir auch eine Waffe, wenn du umdrehst. Dann kämpfen wir Mano a Mano. Aber von mir aus auch mit reinen Fäusten. Aber das ist doch peinlich für uns beide. Ich würde ja jetzt ganz gerne noch lesen, was ihr geschrieben habt, aber komm noch. Ach, geht doch. War's das? Danke. So. Genau, dafür sollte es dann auch... dafür solltest du auf den Schandblock Bier klauen, also weißt du. Ah. Hat einen Punkt. Aber ich finde, es ist... In manchen Zeiten muss man auch Bier klauen. So, das hat die Tasche von dem Typen so ausgebeult. Mythisch war das ein Fauxpas.
So, ist mein Pferd wirklich schon wieder so überlastet? Ja, tatsächlich. Da ist wieder so viel Plunder drin. Okay. Ich wollte eigentlich das Lager noch kurz plündern. Dass da irgendwo war. Bevor ich ihm hier wie blöd hinterhergeritten bin. Mal gucken, ob ich das Lager noch finde. Das wird hier irgendwo sein, oder? Da unten. Okay. Dann plündern wir das Lager noch kurz zu Ende. Und dann... dann können wir weiterreisen. Was gibt es denn hier noch? Es gibt auf jeden Fall noch Suppe. Es ist noch Suppe da. Es ist noch Suppe da. Das hat er nicht gesagt, oder? Manchmal sollte man Bier klauen. Ja. In diesem Spiel sollte man das schon. Ach, das steckt in dem... Ich habe schon gerade gedacht, wo steckt das denn dahin? Nein, es steckt im Schild. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Was haben wir denn noch... in der Nähe. Wir sind doch da gewesen. Wir haben das doch geschafft, oder? Wir haben doch jetzt alle drei. Schaffe 3 Kumanrüstungen. Ja. Oh, anscheinend habe ich in Thalenberg eine Missetat begangen. Interessant. Beschaffe Kumanhelme, beschaffe Kumanrüstungen, das haben wir. Begib dich zum Kumanlager östlich. Begib dich zum Kumanlager. Okay, das passt schon alles. Das haben wir. Hier. D. Sprich mit Herrn Divish. Wir müssten echt mal gucken, dass wir unseren ganzen Scheiß jetzt wieder loswerden. Ich glaube, wir werden später nochmal Richtung Ledetschko und Ratai marschieren. Und hier geht es wieder weiter. So. Ich finde es schade, dass ich in der Taverne kein Bier bestellen kann und ungepflegt am Tisch einnehmen kann. Ungepflegt wäre natürlich auch gut. Sitzt du dann da, schnäuzt die ganze Zeit und wischt das an deinem Ärmel ab. Das wäre dann ungepflegt. Aber, ja, ich finde auch, man hätte hier so ein bisschen was machen können. Man sieht ja leider auch nie, wie die dann trinken oder essen. Sondern man muss es halt alles nur im Inventar machen. Das macht die Sache dann nicht ganz so immersiv. Heinrich kommt uns besuchen. Was ist denn? Ey, ist doch okay. Ja, tu was. Ich bin kein Verbrecher, verdammt. Was wollt ihr von mir? Was habe ich denn gemacht? Ich habe nichts gemacht. Du warst es also, der sich geprügelt hat. Geprügelt? Das wird teuer. Mit wem? Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. Mit wem habe ich mich denn hier geprügelt? Geheimer Auftrag. Leg dich nicht mit mir an. Ach komm, hier. Passt schon. Das kann ich schon tun. Bitte sehr. Du hast für deine Verbrechen bezahlt. Ich hoffe, du lernst was draus. Und drück das Diebesgut raus. Diebesgut. Ey, ich hab doch schon aufgehört. Kerl. Hörst du? Ich schlachte dich ab. Das ist dein Glückstag, du Knilch. Geh mir aus den Augen. Was habt ihr alle? Lasst mich doch in Ruhe, verdammt. Ja, jetzt ist es meine Untat, wenn ihr mich alle angreift, obwohl ich aufgegeben hab. Was soll ich denn machen? Ich hau euch gleich alle zusammen. Verdammt. Hier. Immer druff. Bam. Nimm das, verdammt. Bams. Du Pichi.
Richtig, Dopici. Hier, das kann ich. Er hat schon mal aufgegeben. Nächster, bitte. Ich habe die ganze Zeit versucht aufzugeben. Ich habe aufgeben gedrückt, aber die hauen mich halt trotzdem. Ah, jetzt geht es. Okay. Du warst es also, der sich geprügelt hat. Leute, gleich bist du auch noch die 22k los, ja. Das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ja, ja, klar. 600. Ah, komm, hier. Scheiß drauf. Das kann ich schon tun. Bitte sehr. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert, aber ich behalte dich im Auge. Darauf kannst du wetten. So, wollt ihr mich wieder verhauen? Ah, komm, jetzt habt ihr sogar Waffen in der Hand, oder was? Alter, was soll der Scheiß? Mehr hast du nicht drauf. Was soll der Scheiß, bitte? Ich bin hier, um euch zu helfen, nicht umgekehrt. Das nennst du kämpfen? Alter, ihr seid doch alle dumm. Lasst mich doch einfach weg. Ah, ich kann nicht rennen. Ich bin überlastet. Klar, da war ja was. Leute, ihr tötet mich gerade, weil ich euch helfen möchte. Ja, ja, jetzt muss ich schon wieder bezahlen, oder was? Was ist das? Das macht kein... Ich habe Meldungen gehört, dass du Schlägereien provozierst. Ja! Nicht erwünscht, ich bin derjenige, der die Schlägereien provoziert. Ihr haut mich mit dem Schwert, und das Leute. Zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Ach, das ist... Wisst ihr was? Willst du mich verarschen? Weißt du nicht, wer ich bin? Reiß dich am Riemen, oder ich mach so viel Ärger, dass du froh bist, wenn du noch Kackeimer ausleeren darfst. Welches Spiel spielst du, Junge? Darauf falle ich nicht rein. Naja. Aber wisst ihr was? So viel habe ich nicht. Tja, dann geht's eben in den Kerker. Ihr habt keinen Kerker. Timeback ist gerade eingenommen. Ihr habt keinen Kerker. Aber okay, machen wir. Kerker? Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Bewegung! So, hoffentlich hat das den Bug bereinigt. Du mich auch. Wie spricht er eigentlich mit einem Adeligen? Das geht ja gar nicht. Neun Tage! Okay. Ich meine, ich bin ja eigentlich nur hier, um euch bei der Belagerung zu helfen. Aber gut, ich kann auch 9 Tage im Gefängnis sitzen. Wenn es euch lieber ist. Ja. Aber hoffentlich reicht das, um den Bug zu beheben. Und hoffentlich sind dafür die anderen Quests jetzt nicht abgebrochen oder ähnliches. Das würde mich jetzt eher ärgern. Das bisschen Geld, was ich jetzt rausgehauen habe, ist okay. Das habe ich schnell drin. Aber das... Ach ja. Hey, das ist mein erstes Mal im Kerker. Das Einzige, was ich sonst als Kerker bezeichnen würde, wäre halt diese Disziplinarstrafe vom Kloster. Aber Kerker hatte ich vorher noch nicht. Und ich konnte noch nicht mal mit meinem Anwalt reden. Ich denke, dadurch, dass du geboxt hast, nimmt es was, das als neues Verbrechen an. Ja, ich habe ja erst geboxt, als ich die ganze Zeit auf Aufgeben gedrückt, bis nichts kam. Und dann habe ich dann einfach mich gewehrt. Was ich nur logisch finde. Und ab da, nachdem ich zurückgeschlagen habe, konnte ich dann plötzlich wieder aufgeben. Das Spiel berücksichtigt nicht, dass du adlig bist. Ich als Sohn von Ratzig in Ratzigs Kammer Schloss geknackt, da fand mich die Wache eingesperrt. Ja, hier weiß ich zum Beispiel gar nicht, warum ich überhaupt eingesperrt wurde, weil ich mich nicht daran erinnern kann, überhaupt eine richtige Schlägerei angefangen zu haben. Ich meine, ich bin eigentlich bin ich immer der totale Good Guy, daher habe ich sowas eigentlich nie als großes Problem, dass ich mich hier groß schlage oder Leute töte oder ähnliches. Aber okay. Sind ja nur noch 5 Tage. Mensch.
Hätte ja nicht gedacht, dass das im Kerker so lange dauert. Ich habe ja eher gedacht, dass sie den Kerker selber da zeigen. Die Polizei hat immer recht, daran wirst du dich noch gewöhnen. Oha. Sollte da nicht umziehen helfen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Umziehen groß hilft dabei. Also ich glaube zum einen schon, dass die mich erkennen. Zum anderen, wenn ich mich direkt vor denen umziehe, wird das wahrscheinlich nicht viel helfen. Naja, gucken wir mal. Ich bin mal gespannt, was sie mir so in Sachen Diebesgut abgenommen haben. Und vor allem bin ich jetzt gespannt,